Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Minden im Schönbau. Und ja, ich, super intelligente Bestie, habe natürlich die Aufnahme gestartet, gerade 10 Minuten schon in der Aufnahme gewesen. Und dann gucke ich einfach mal so auf OBS, so einen Kontrollblick, und da sehe ich, ich bin ja noch gemutet und der Ton ist aus. Also war das alles für eine Katz. So, und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ich hatte gesehen, dass ich hier mit unserer Güterlinie, die hier durch den Bahnhof geht, auf die inneren beiden Gleise gegangen bin. Wahrscheinlich habt ihr schon in die Kommentare geschrieben. Das sind aber die Personengleise gewesen. Und die Güter fahren ja außen, Personen fährt innen. Deswegen wollte ich das jetzt mal umbauen, aber ich wollte das jetzt so machen, dass das äußere Gleis hier unten runterher geht und hier hinten wieder drauf kommt. So, dass wir nicht über alle vier Gleise rüberfahren müssen und alles blockieren. Das war jetzt so zumindest meine Idee. Und ja, dort würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an hier. Jetzt haben wir ja hier dieses wunderschöne, riesengroße Bauwerk. Anzahl der Gleise ist 1. Der Track ist 120, das ist in Ordnung. Bogen. Steinziegeltyp, Steinziegel. Was haben wir jetzt hier? Achso, sogar ein bisschen. Oh, geil, das ist neu. Radius. Müssen wir schon ein bisschen enger machen. Und jetzt müssen wir gerade gucken. Hier parallele Gleise. Nur rechts. Nur rechts. Mal den Scheiß drehen hier. So, das geht sogar. Jetzt muss ich aber nochmal den einen. Hier bin ich jetzt auf 300 gegangen. Kann ich den anderen drehen? 300? Ach da. Und da auch nochmal auf 300. So könnte es funktionieren. Das gibt jetzt eine Kollision hier. Das ist natürlich blöd. Also dann mal gerade wegreißen. So. Mit so Bögen, das ist echt neu. Das gab es vorher nicht. Hier haben wir jetzt wieder einen sehr harten Abgang, glaube ich, ja. Ob ich das jetzt natürlich schön smooth hinkriege. Sollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ach du Scheiße. Deswegen der Straße. Ja, Straße, musst du nochmal weg. Das sieht ja sonst echt nicht schön aus. So. Oben drauf. So. Und du gehst da hinten dran. Das geht aber. Doch, das ist relativ smooth. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen doof aus wegen der Textur. Aber das können wir so lassen. Und der geht nämlich jetzt hier hinten drauf. So schön lang gezogen, wie es geht, wenn wir schon schnell sind. So. Der andere geht hier unten durch. Und der müsste natürlich jetzt eigentlich. Am besten packen wir den hier hinten irgendwo hin. So, dass das jetzt vernünftig passt. Dann machen wir die mal wieder raus. Den machen wir auch raus. Jetzt brauchen wir nichts Paralleles. Kann man sogar ein bisschen in eine andere Richtung biegen. So. Und viel. 800. Ja. So, jetzt können wir den hier so hinsetzen. Jetzt so, dass wir da hinten jetzt vernünftig drauf kommen. Oder mal gucken. Jetzt hier hinsetze. So. Verbinden wir den Kram hier unten mal gerade. So. Zack. Und gehen jetzt von hier hinten drauf. So. Das ist doch jetzt eigentlich in der Grundidee, in der Grundsache her gar nicht so schlecht, oder? Ne, falsches Signal. Oder? Was ist ein Streckensignal? Doch, ein Streckensignal. So. Ja, und du wartest dann da. So. Wo kommen wir jetzt hier durch? Weil ich wollte jetzt noch zwei Züge machen, die jetzt von hier hinten aus
da immer hindüsen. Also jetzt haben wir hier noch gar keine. Doch, haben wir. Die habe ich alle eingebaut. Ja. Habe ich hier alle reingepflanzt. Wir kommen natürlich so rum hier nicht wieder raus. Da haben wir gar keine Schleife. Aber das können wir... Ne, wir machen das erstmal so, dass die einfach nur hier stehen und dann lasse ich mir irgendwann aufs Gefühl vielleicht nochmal was einfallen. So, dann machen wir jetzt einmal Güter Güterbahnhof 1. Dann machen wir noch eine Linie. Unterschiedliche Züge haben können. Güterbahnhof. So. Oh. Upsala. So. So. Perfekto. So. Fangen wir mit dem an. Der fährt von hier. Da ist ja ewig lange Gleise, ey. Und mal natürlich dann hier uns vielleicht mal einen Wegpunkt setzen. Damit das dann hier nachher auch alles funktioniert. Zack und zack. Hier hin. Und dann dahin. Der irgendwann auf der Dauer reicht. Genau, dann fährt er darüber auch wieder zurück. Perfekt. So, wie kommt der jetzt hier hinten rein? Ach. Autosave. So. Dann fährt er hier hoch. Problem ist, wir müssen irgendwie hier nochmal eine Bahn bauen, dass wir so außen rum kommen. Was ist er denn hier? Mit den aus dem Bus. Achso, gut. So, dass wir dann da wieder reinkommen. Oder wir können... Das ist das dritte Gleis hier. Wir können auch den nehmen. Dann geht der hier gerade noch so rein. Das heißt, wir machen jetzt hier hinter, machen wir den. Und machen den weg. Naja, fast. So ein bisschen vertan. Da? Nee, es geht, wenn wir auf da auf 3 gehen. Ja, genau. Das ist schon mal gar nicht so doof. Das können wir so lassen. Dann haben wir hier jetzt einen Einzug. Der kann hier dann schön rumdüsen und dann machen wir jetzt noch einen. Jetzt wir gucken, dass wir noch eine Bahn kommen, dass wir auf der anderen Seite rankommen. Wäre natürlich echt nicht schlecht. So, und der fährt dann von hier. Fährt der dann auch hier über die Wegpunkte. Da drüber. Da rein. Ich möchte aufpassen, dass wir irgendwann dann nicht zu voll werden. Maximal 500 Meter können wir. So. Der geht dann in das Gleis. Okay, dann haben wir die beiden Züge, haben wir schon mal. Und wir können alles elektrisch machen. Das ist schon mal viel wert, ne? Ja, das ist alles elektrisch. Das ist gut. Wieder ein paar Elektroloks. Alles ist grün, alles ist elektrisch. Perfekt. So, machen wir das jetzt mal so. Damit die ein bisschen Abstand haben, setzen wir die Züge hier los. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, dass sie da anhalten sollen. Güterbahnhof G, wo ist G wie Güter? Da. Da bitte anhalten und da bitte auch anhalten. Und ihr könnt ruhig auch 5 Minuten anhalten. So. Perfekt. So. Dann würde ich jetzt ganz gerne, weil wir hier wirklich lange Gleise nehmen können. Oh. Also 400 Meter, das dürfte gar kein Problem sein. Möchte ich gerne noch hier so eine schöne 151 oder sowas. Eine Doppeltraktion. Schöner Zug. Alle. Die Frage, was hängen wir da jetzt hinter? Keine Container auf jeden Fall. Können jetzt noch so einen Erzzug machen. Oder hier nochmal so einen Stahlzug. Allgemein so ein Zug hier von dem ganzen Zeug. Sieht immer ganz gut aus.
Er klingt auch gut. Noch ein paar Leere am Ende. Und dann nochmal hier Steinblöcke. So, 460 Meter. Perfekt. Der geht auf die Güter 1 dann drauf. Und hier auf der Seite machen wir etwas moderneres, elektrisches. Was natürlich auch viel Wumms haben sollte. Haben wir hier diese dicken Taurus oder was teures. Haben wir hier so eine 185. War das eine... das eine steht irgendwas von DB Schenker. Das ist doch schon mal gut. Ja. 187 war wahrscheinlich dann eher Personenverkehr, okay. Was haben wir sonst noch? Nochmal eine 156. Ich glaube, die hatten wir schon mal fahren hier. Hier, sowas Neueres. Das haben wir noch nicht so viel von. Von Railion nehmen wir die. Auch jetzt wieder Güter. Nehmen wir da denn jetzt für Wagen? Nochmal so ein Autozug. Also ein Millionenzug. Kesselwagen haben wir total wenige noch. Hier machen wir nochmal so einen Kesselwagenzug. Ja. Genau. Kesselwagen. Immer gut. Zack, zack. So. So, schön, dass man die Farben nicht so richtig schön sieht. Man weiß gar nicht, was man sich hier gerade so holt. So. Auf 427 Meter. Und du gehst auf die Güter 2. Perfekt. Buslinie, lass er rumjauen. Jetzt stellen wir das mal hin, dass wir das alles am besten sehen. So war. So, hier haben wir mal den Stahlzug und hier haben wir schon die Railion. Der hat schon eine lange Strecke hinter sich hier, der Intercity. Ja, gut, man sieht das jetzt gar nicht so gut. Aber wenn der sich jetzt hier durchquält, wir setzen uns hier mal gerade mit rein. Machen wir mal mit. Mal gerade so weit, dass er auch Gas gibt. Wir fahren nur 20. Kommt der ICE schon direkt. So, und ich habe noch Pläne für eine weitere, ja, eine weitere Strecke. Beziehungsweise will ich nachher auch nochmal in Stadthagen, wie ich mit euch gleich nochmal kurz sprechen. So. So, jetzt fahren wir hier durch den Tunnel. Bin mal gespannt, wie das hier unten jetzt gleich aussieht. Hoffentlich ist es nicht zu ruppelig. Weil ich ja das Stück da verbunden habe. Bin ich jetzt mal gespannt. Auf jeden Fall mit 75 Stundenkilometer finde ich eine gute Geschwindigkeit. Da kann ich auf jeden Fall mit leben. Oha. Oh ne, das geht aber. Das sah aus der Perspektive gerade schlimmer aus, als es eigentlich ist. Das ist ganz okay. Gibt auch schon wieder Gas. So, tu mal. Stellen wir uns hier mal irgendwo hin. Stellen wir uns hier mal auf den Bahnhof. Und lassen ihn mal gerade an uns vorbei rauschen. Eine schöne Doppeltraktion. Wenn der natürlich jetzt rot kriegt, dann ist man die Straße erstmal blockiert hier. Und ich glaube, der kriegt rot. Oh, der Witz, der kriegt rot. Haha. Boah, schön. Gut. Der Zug steht jetzt noch bis hier hinten. Über den Bahnübergang. Da ist er lang. Da vorne ist mir gerade der Containerzug losgefahren. GG. Ah, jetzt fährt er auch los. Jetzt hat er grün gekriegt. Weil hier gerade der Containerzug losgefahren ist. Das hat natürlich gerade jetzt gut gepasst. So, aber jetzt werden hinten die Straßen ja wieder frei. Jetzt ist natürlich die Frage, hier kriege ich jetzt keinen vernünftigen Bahnübergang, glaube ich, mehr hin, oder?
Also keiner, der dann schön aussieht. Mal gerade gucken. Gehen jetzt hier raufgehen. Oh doch. Das ist alles noch in Ordnung. Hier ist zwar jetzt ein bisschen steiler, aber gut. Das sind alles Sachen, die können wir erstmal mit leben, finde ich. So. Dann dürfte der Bus jetzt hier auch wieder seine Route haben. Sehr schön. Jetzt fahren wir hier damit noch so einen riesengroßen Güterzug. Nicht schlecht. Und jetzt fahren wir hier. Wie heißt das? Ich glaube, das war Freddy, ne? Genau, das ist Freddy hier. Fahren wir schön aneinander vorbei. Wird die Strecke auch noch schön voll. Zwei Güterzüge direkt hintereinander. Perfekt. Gut. Jetzt möchte ich mit euch ganz gerne doch nochmal über Stadthagen sprechen, meine Freunde. Stadthagen ist so ein Nadelöhr. Für die ganzen Züge, hier haben wir eine ziemlich enge Kurve. Hier fahren wir eine 100 und hier hinten haben wir auch eine enge Kurve. Ja, das geht in der Hinsicht ja noch. Aber der ganze Güterverkehr, der muss sich immer hier durch diese ganzen Gleise. Jetzt kommt hier zum Beispiel gerade der Captrain. Das ist gerade das ideale Beispiel. So, er fährt jetzt 50. Er ist 500 Meter lang, 483, also fast 500, und er bremst jetzt, was hier hinten kommt. Hier hinten kommt jetzt gerade der Donnerschlag, der Regio, den bremst hier, wird er gleich wahrscheinlich ausbremsen. Jetzt ist er doch ein bisschen weiter weg, das wird wahrscheinlich noch gerade funktionieren. So, aber wenn er jetzt hier mal rot kriegen sollte, er ist viel zu lang, er steht mit dem Arsch hier immer noch hinten auf der Strecke und blockiert dann hier wieder den Bahnhof. Meine Idee war es jetzt, da er hier aber noch Stadthagen hinkommt, mit der Güterstrecke quasi geradeaus zu gehen. Dass ja auch im Fall die ICEs, die hier nicht halten, dass die alle hier vorbeigehen. Und das Problem ist, wir müssen hier irgendwo rüber. Könnte man hier machen. Darüber geht und dann hier hinten wieder raufkommt. Also quasi eine Abkürzung um Stadthagen drumherum. Das ist so meine Idee, die ich habe. Dann ist das nächste Nadelöhr zwar Bückeburg. Bei Bückeburg, das kann so bleiben, da hält ja nicht viel. Aber Stadthagen, guck mal, jetzt seht ihr das hier. Der Zug, der quält sich hier mit 50 km/h durch. So, und er ist jetzt gleich hier und könnte gleich schon wieder losfahren, aber dann quält er sich jetzt hier mit 50 rum. Und wenn er hier viel schneller ankommt, kommen die auch besser weg. Und auch diese Kurve hier, 53 Stundenkilometer nur. Das ist halt für den Zugverkehr, den wir hier haben, ist das echt schon ein bisschen blöde. Finde ich. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir jetzt in dieser Folge damit noch anfangen, uns erstmal gerade hier den Zug anzuhalten. So, ICE1 hält mal gerade an. So, dass jetzt hier auch nichts weiter kommt. Da hinten kommt gerade nichts. Siehst du, jetzt. So, und stopp. So, ihr müsst einmal anhalten, dass wir jetzt hier Platz kriegen. So, jetzt schicken wir es auch schon wieder los, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Und werden jetzt hier mal gerade diese scharfe Kurve abreißen. Beziehungsweise, na, eigentlich brauche ich die gar nicht abreißen. Ich brauche eigentlich nur geradeaus weitergehen. Dazu reiße ich aber mal das hier unten ab, oder gehört hier eine Linie drauf? Nein, hier fährt keine Linie hin. Also kann ich diesen ganzen Scheiß hier mal gerade einmal wegreißen. Da wir Stadthagen ja sowieso fiktiv planen, ist das für uns ja alles noch gar kein Problem hier. Würde ich jetzt schon sagen, dass wir hier einfach geradeaus erstmal mal rausgehen, wenn das vernünftig aussieht, ohne dass jetzt hier irgendwie das anfängt kacke auszusehen, wie es jetzt aussieht, weil wir hier halt diesen Hügel haben von der Brücke. Wir kommen hier echt nicht smooth runter. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das stört mich wirklich so ein bisschen. Die Brücke jetzt viergleisig machen, ist auch so eine Sache. Funktioniert nicht. Hier haben wir schon die Hütte stehen. Da kommen wir, müssen wir irgendwie noch rumkommen. Ich würde sagen, wir reißen das hier alles nochmal ab. Eins der schönsten Ecken hier eigentlich. Muss jetzt doch nochmal weichen. So. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen
Platz reinbekommen. Wir kommen hier hinten halt einfach nicht wieder zusammen. Das ist das Problem. Wir haben jetzt schon unsere Weiden. Das kann ich nicht alles wieder wegreißen. Da habe ich ja so lange dran gebastelt. Meine Freunde. Ihr seht, wir haben jetzt 25 Linien, die hier lang gehen, die jetzt alle irgendwie nicht mehr wissen, wie sie fahren sollen. Und wahrscheinlich dreht sich nachher irgendein Zug um und dann haben wir sowieso Chaos. Und in der nächsten Folge versuchen wir dieses Nadelöhr jetzt hier zu bändigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen und ein Abo da. Wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.